Jo Leute, was geht? Wir zocken heute mal Call of Duty Black Ops. Oh mein Gott, diese Musik. Oh mein Gott, das ist nice, Mann. Also, das Black Ops war das erste COD eigentlich, was ich hatte. Ich meine, ja genau, doch, das war das erste, was ich hatte. Ich habe das aber nicht so viel gespielt, denn ich hatte viel mehr Ghost gespielt, weil Ghost hatte ich auch gehabt. Nachdem ich dann aber gemerkt habe, dass Ghost eigentlich gar nicht so geil war, habe ich dann immer nur Black Ops gespielt und ist eigentlich tot gesuchtet. Ich denke mal, hier werden jetzt nicht so viele Leute online sein. Are you sure about that? Halt einfach der Mold Rage. 310.000 Leute. Was geht ab? 310.000 Leute. Oh mein Gott. Also in Black Ops 2. Also ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn wir das auch in Black Ops 2 hätten. Also hätte ich jetzt nichts dagegen. Okay, wir sehen uns gleich in der Runde. Okay, Team Deathmatch auf Jungle. Insgeheim habe ich mir echt gewünscht, dass diese Map die ganze Zeit kommt. Erste Lobby direkt gefunden. Das ist schon mal nice. Wahrscheinlich werde ich jetzt. Ich wusste es. Wieso wusste ich das? Ohne Witz, insgeheim habe ich gewusst, dass ich jetzt geblendet werde. Genauso wie ich wusste, dass die Map kommt. Wahrscheinlich. Hellseher. Ich sitze mal in so einem Raum mit so einer magischen Kugel. Dann sage ich den Leuten immer, wie die Zukunft wird. Ich kann auch vorhersehen, welches COD nächstes Jahr kommt. Black Ops 5. Merkt euch diese Worte. Merkt euch diese Worte. Was ist denn jetzt hier mal mit Gegner? Geht doch. Ah, was? Ich habe ja seine Kontaktlinsen gesucht. Weil er lag da irgendwo auf dem Boden. Das war das Unlustigste, was ich jemals gesagt habe. Nein, ich wollte springen. Falsches Spiel. Wenn man so viele CODs zockt, dann vergiss da manchmal die Steuerung. So, du denkst auch, du kannst hier einfach reinlaufen und meinen Kollegen hier killen. Ey, die schimmeln ja hier mehr als in Modern Warfare oder was? Ey, wenn ihr schimmeln wollt, dann weiß ich nicht. Spielt Modern Warfare, aber nicht Black Ops 1. Macht das Spiel nicht auch noch kaputt. Reicht schon, dass Modern Warfare kaum spielbar ist wegen den ganzen. Weiß ich nicht. Was? Wo ist denn der? Ich finde die Steuerung in manchen CODs ist so schwammig. Also, ich weiß nicht. Danke, dass du mich eingeladen hast. Wie auch immer du bist. Das ist auch so ein Ding, ne? Wenn man PS3 zockt, mit einem PS4-Controller, der natürlich über Bluetooth verbindet und so, und dann die PlayStation-Taste drückt, passiert nichts. Warum? Was? Nee, Sony, was ist daran so schwer, dass man die scheiß PlayStation-Taste vom PS4-Controller an der PS3 benutzen kann? Das ist so nervig. Muss immer die scheiß PlayStation ausmachen, wenn ich irgendwie ins Menü möchte oder so. Geht mir voll auf den Sack, immer scheiß Dings ausmachen. So, weil jedes Mal muss man die PlayStation ausmachen, das nervt. Oder ich nehme einfach den Move-Controller von der VR, aber das ist auch keine Dauerlösung. Ich habe auch keinen PS3-Controller mehr, weil die irgendwann einfach so Schrott waren. Und ich sehe es jetzt nicht ein, nur für den scheiß Home-Button, mir einen PS3-Controller zu kaufen. Vielleicht irgendwann mal. Sprachfehler. Sprachen lernen, Bubble. Irgendwann mal, wenn der irgendwie hier, weiß ich nicht, für 1 Euro auf dem Flohmarkt oder so. Aber ansonsten nicht. Ansonsten, nee, nicht so. Mein Gott, jetzt sind hier so noch Hunde und alles. Das war richtig schlau, Trage. Das hast du richtig gut gemacht. Wie viele Drohnen habe ich denn hier? Braucht man hier nur einen Abschuss für eine Drohne oder was ist los? Jo. Oh mein Gott, habe ich dieses Logo vermisst. Ja, was soll ich dazu sagen? So kann man ein Video auch beenden.